So, ich bin draußen. Mein Wagen ist aufgebaut. Und jetzt erstmal zu E-Center hinlaufen. Ich bin gerade bei diesem E-Center und jetzt werde ich Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, ich bin gerade einkaufen gegangen. Und zwar hier Tortellini und sowas. Zweimal Wickkühler. Und einmal hier Bags aus dem Kühlfach oder wie das heißt. Weil ich will jetzt gekühltes Bier trinken und nicht so ein aufgewärmtes. Weil Wickkühler gibt es nicht im Kühlfach oder so. Aber egal, ich werde das jetzt einpacken. Und wenn ich das eingepackt habe, dann erstmal gleich erstes Bier trinken. So, ich habe gerade eingepackt und jetzt erstmal erstes Bier öffnen. Geprost. Und jetzt zur Brücke hinlaufen, Start kommt. Guck mal, ich bin jetzt gerade hier auf dieser Weserwehr drauf. Und da hinten, da ist Rohr mit Dampf oben drauf. Und das Wetter ist so cool zu mir, dass ich hier meinen fetten Bauch hier euch zeigen kann. Also euch alle das zeigen kann. Ich habe meinen urinfarbigen Fummel nicht nur deswegen ausgezogen, damit andere meinen fetten Bauch sehen, sondern damit der D3 scheppert. Guck mal, da hinten ist so ein Naturschutzgebietsee. Da sind hier so eine Vögel und sowas. Die sitzen da rum und fallen irgendwie auf das Wasser drauf und sowas. Das passiert da. Genau deswegen sitzen die da rum. So, ich habe aus Zufall einen Zuschauer getroffen. Moin Leute, was geht? Ich habe den Natururin zufällig getroffen. Schon. Ey, ist er das oder nicht? Ich habe ihn halt angehalten. Ich freue mich, dass ich ihn getroffen habe. Ganz ehrlich. Ja, peace. So, ich habe mich gerade mit diesem Zuschauer unterhalten. Ich habe ihn auch ein Bierchen ausgegeben. Und da haben wir zusammen ein Bierchen getrunken. War nett gewesen. Und jetzt weiter zu gelaufen. Leute, mir ist eben gerade Scheiße aufgefallen. Und zwar jetzt wirklich im Ernst. Und zwar, ich habe meinen Spiritus vergessen. Das heißt, ich kann meinen Spirituskocher heute Abend nicht nutzen. Aber mal gucken, vielleicht fällt mir noch etwas ein, dass ich doch irgendwie warmes Essen heute Abend bekommen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob mir was einfällt. In meinen Kopf, wo ganz viele Schrauben rausgefallen sind. weil ich habe ja jetzt noch, ich habe Zewa-Tücher dabei, ich habe Baumwoll-Schnürsenkel dabei und ein bisschen Pflanzenöl, das habe ich auch dabei. Hier, Olivenöl oder wie das heißt. Das heißt, ja, mal gucken, vielleicht kriege ich doch irgendwie was hin, dass ich irgendwie heute Abend warmes Essen bekomme. Guck mal, da vorne ist diese nervige Autobahnbrücke. Also da, wo ganz viel Autos und LKWs und Fahrzeugen rumlaufen, die ganz viele Abgase machen und sowas. Und da drüben, da habe ich zweimal unter dieser Brücke gepennt. Einmal mit einem Kollegen und bei meinem 2000 Abonnenten-Spezial alleine. Ich glaube, ich zeige euch das mal kurz. So, das hier, das ist diese Brücke, wo ich zweimal gepennt habe. Also hier steht ein Roller, weil da vorne ist ein Angler. Aber genau hier. Hier an dieser Stelle, da habe ich gepennt und ihr hört das alle hier oben, dieser ganze Krach von diesen ganzen Autos. Das ging sowohl den ganzen Tag als auch die gesamte Nacht durchgängig genauso. Das war uhrenbetäubend und das hat genervt und sowas. Ich habe euch gerade diese nervige Autobahnbrücke gezeigt, wo ich zweimal drunter gepennt habe. Und jetzt zur Zugbrücke hinlaufen, weil da wollte ich auch schon mal drunter pennen. Habe ich mir so in mein Gehirn gedacht, dass ich das heute mache.
Oh, guck mal hier. Ich habe hier einen Gurkenglasdeckel gefunden. Ich weiß nicht warum, aber mein Gehirn, wo ganz viele Schrauben rausgefallen sind, sagt irgendwie, dass man damit irgendwas starten kann. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das funktionieren kann. Wegen hier. Damit ich mein Fressen warm machen kann. In Verbindung mit meinen Zewa-Tüchern und diesem Olivenöl, was ich dabei habe. Aber trotzdem, ich nehme das mit und prüfen, ob das irgendwie klappt, dass ich heute trotzdem warmes Essen bekommen kann. Und guck mal, da hinten ist diese Zugbrücke, von der ich gesprochen habe, wo ich drunter pennen möchte. So, ich bin jetzt hier. Ja, der soll mal erstmal vorbeifahren. So, der Zug ist gerade vorbeigefahren. Und ich bin jetzt hier unter dieser versüfften Zugbrücke, wo ich heute pennen möchte. Und ich werde noch da lang laufen, also da ganz hinten hin. Ganz nah an diesem Fluss, dieser Weserfluss, also da, wo ganz viele tödliche Krabben und sowas drauf schwimmen. Genau, da gehe ich dann irgendwie hin. Und genau, da werde ich irgendwie ohne Zelt heute schlafen. Das mache ich heute. So, ich bin hier da angekommen, wo ich ankommen wollte. Und zwar hier unter dieser, wie heißt das Ding, Zugbrücke. Und hier vorne ist diese versiffte Weser, wo ganz viele Krabben, tödliche Krabben rumschwimmen. Und da vorne, da fährt so ein Schiff lang. Und ja, nur was ich scheiße finde, hier vorne ist ein Auto und das mag ich nicht. Aber prüfen, ob das später irgendwie wegfährt oder so. Vielleicht, also ich schätze mal, dass es ein Angler sein könnte oder so, der irgendwie hier rumangelt. Aber egal. Ich werde vielleicht irgendwie hier schlafen. Also genau hier auf diesem Boden oder irgendwie hier in der Nähe auf jeden Fall. Damit ich hier heute Nacht dieses ganze Wasser hier angucken kann. Mit den ganzen Schiffen und Boote und sowas, die hier rumfahren. guck mal, da vorne fährt so ein versüffter Motorboot lang. Hier vorne fährt auch jetzt ein Motorboot lang. Und hier vorne ist auch ein Motorboot, wie das heißt. Die fahren hier alle rum. Und da, hier vorne fährt so ein Vollfettschiff oder wie das heißt. Genau, so etwas fährt alle paar Minuten hier rum und wird mich heute Nacht nerven. So, ich habe hier meinen Schlafplatz aufgebaut. Und zwar, guck mal, hier mein Sommerschlafsack. Dann diese Isomatte. Und diese, hier, Elefantenhaut. Und guck mal, hier vorne sind meine ganzen Grabkerzen. Die werde ich dann später anmachen, wenn es dunkel wird. Und hier ist meine Minibox, die wird irgendwie aufgeladen. Da höre ich die ganze Zeit Musik drauf. Hier habe ich gekühltes Bier, weil da Kühlplastikteile drin sind. Das gekühlte Becks habe ich schon längst ausgetrunken. Genau so. Und hier ist mein Stuhl. Und da hinten sind diese ganzen Motorbootfahrer und sowas. Genau, und so chill ich heute hier. Ja, warum denn auch nicht? Müsst ihr auch genauso machen. Das ist voll cool dran. So, ich werde mir gleich was zum Fressen machen.
Und zwar, hier. Schweinegulasch. Genau. Das werde ich mir zu fressen machen, anstatt diese Tortellini, die ich mir gekauft habe, weil ich irgendwie gerade Bock habe auf diese Schweinegulasch. Ich habe gerade keine Ahnung warum, aber ich habe irgendwie gerade mehr Bock auf Tortellini als auf Schweinegulasch. Deswegen werde ich jetzt Tortellini machen. Und zwar meine Idee ist, weil ich keinen Spiritus habe, sondern nur Pflanzenöl und wie heißt es nochmal, Zebertuch und dieser Gurkenglasdeckel, dass ich diesen Gurkenglasdeckel hier reinstelle. So, plus hier Pflanzenöl. Ah, jetzt kommt eine Bahn, das nervt. Genau, hier ist Pflanzenöl, das ist Olivenöl. Aber das klappt auch, das müsste auch mit Rapsöl und Sonnenblumenöl und anderen Ölen auch klappen. Aber das hier, das ist Olivenöl. Und diesen benutze ich heute. Und das hier ist ein Zebertuch. Diesen performe ich genauso, wie ich das performt habe. Und zwar komplett öffnen und etwas so gut es geht, so eine Rolle bilden. Genau, und diese Rolle, die wird man... Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich versuche irgendwie so einen Ring daraus zu bauen und diesen Ring irgendwie hier reinzustecken. So, jetzt etwas warten, bis das hier sich komplett angesogen hat. Und dann kann man es anzünden. So wie ich mir das in meinem Kopf, wo ganz viele Schrauben rausgefallen sind, so erdacht habe. Genau so funktioniert das gleich. Weil ich habe bisher noch keinen YouTuber erlebt, der genau das auch genauso gemacht hat. Aber jetzt versuche ich das hier anzuzünden. So, und jetzt, wo das so gut brennt, kann man hier dieser Tortellini, also ich habe den, wie heißt das nochmal, diese Folie hier, Pappe heißt es, genau, das ist auch schon entfernt und ich werde diesen hier, ein bisschen aufmachen und den einfach hier drauf stellen. Gut ist. Und dann warten, bis da irgendwie Blasen kommen. Und wenn da gleich Blasen kommen, dann ist Fressen fertig. Und dann kann ich diese Tortellini fressen. Also ich habe das hier gerade probiert, das war schon gut aufgeheizt, aber ich denke so ein kleines bisschen länger wäre cool. Das ist jetzt leider schon ausgegangen, das heißt, ich werde das nochmal machen, irgendwie ein bisschen Öl reinmachen und Zebertuch. So, wenn das hier dann gleich durch ist, dann denke ich mal, habe ich euch einen guten Tutorial gegeben, wie man
wie man etwas kochen kann. Falls man irgendwie einen Campingkocher dabei hat, aber Spiritus vergessen hat. Wie in meinem Fall diesmal. Ich hoffe, ich habe euch was beigebracht. Ich glaube, meine Tortellini oder wie der heißen, sind fertig. Erstmal probieren. Perfekt. Sehr gut. Hier oben Zug kommt. So, jetzt ist Zug weggefahren. Aber jetzt ist dunkel gekommen. Und deswegen würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Guten Morgen, man ist auferstanden. Ich habe relativ gut geschlafen. Aber guck mal, die Sonne ist da. Die strahlt mir ins Gesicht. Das heißt, ich schwitze langsam. Ich werde hier noch so ein bisschen rumchillen. Und dann Zähne putzen und vielleicht einen Kaffee machen. Mal gucken. Und dann vielleicht auch ein bisschen rumchillen. Und dann irgendwo nach Hause laufen. Genau das mache ich jetzt gleich. Züge. Züge. Also ich habe eigentlich heute Nacht relativ gut geschlafen, aber jede halbe Stunde oder so, oder noch öfter, also jetzt kommt noch öfter, habe ich so welche Geräusche wie da oben gehört. Guck mal, da drüben fährt so ein Vollfettfisch, Schiff. Der sieht so fett aus, wie der da aussieht. Und jetzt fährt schon wieder so ein... Boah, jetzt fährt schon wieder ein Zug hier rum. Die nerven mich langsam. Aber bevor ich Zähne putze, erstmal einen guten Morgen Bier. Und hier so ein bisschen entspannt rumsitzen und Wasser angucken. Also diese Weser, wo hier diese ganzen tödlichen Krabben und sowas rumschwimmen. So, ich glaube, ich werde auf den Kaffee verzichten, weil, guck mal. Mein Versuch von gestern, der hat zwar geklappt, dass mein Essen warm wird, aber hier... Das rußt extrem. Das heißt, hier ist ganz viel schwarze Flecken dran. Und ich könnte es zwar nochmal anmachen, weil ich habe noch Zebertücher und ein bisschen Öl. Aber ich habe keinen Bock drauf, den ganzen Ruß von diesem Topf hier zu entfernen. Da bin ich zu faul zu. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, meinen Kaffee, ja, den Kaffee auszusetzen. So, ich habe gerade mein Gestell von meinem Campingkocher grob abgewaschen vom Ruß. Und guck mal, wie rußig meine Finger hier schon wieder aussehen. Das sieht hässlich aus, so schwarz und sowas. Das heißt,
Das war eine gute Entscheidung, jetzt auf Kaffee zu verzichten. Weil es ist scheiße, den Ruß abzumachen. Weil der klebt rum. Das heißt, ich muss jetzt erstmal meine Finger abwaschen. So, jetzt sind meine Finger wieder sauber. Ich habe die sauber gemacht. So, die Sachen sind gepackt. Müll ist auch eingeräumt. Und jetzt hier erstmal Mülltonne suchen. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. Und dann nach Hause gehen, irgendwie in diese Richtung oder so. Glaube ich. Also jetzt zurücklaufen, Start kommt. Ey, guck mal, weil das Wetter wieder voll cool zu mir ist, habe ich schon wieder meinen urinfarbigen Fummel ausgezogen. Extra damit noch mehr der D3 Shepherd. So, da ganz hinten, da habe ich gepennt. Und guck mal. Ich habe hier einen Mülleimer gefunden. Das heißt, ich kann jetzt endlich meinen nervigen Müllsack wie heißt das Ding nochmal? Die Müllsäcke hier reinschmeißen. So, ich habe jetzt Müll weggeschmissen. Aber hier, guck mal, weil dieser Mülleimer randvoll ist, also wirklich, da passt nichts mehr rein, habe ich das hier so gewalttätig reingestopft. Damit das jetzt so aussieht, wie der aussieht. Zugestopft. Cool, oder? Und darauf werde ich jetzt ganz traditionell mein letztes Bier aufmachen. Urinfarbige Blumen gefunden. So, ich laufe jetzt durch diesen Tunnel dadurch, wo hier diese Autobahnbrücke ist, wo ich schon mal drunter geschlafen habe. Also nicht unter diesem Tunnel, sondern da drüben unter der Autobahnbrücke. Also da ganz hinten irgendwo. Das habe ich euch schon gestern erzählt. Ja, wie gesagt, habe ich unten in der Beschreibung verlinkt, wie ich da gepennt habe. Beide Videos. Guck mal, ich sitze jetzt gerade hier auf dieser Bank und da hinten, also da wo blau ist, da ist dieser Werdersee oder wie das heißt. Da laufe ich gleich vorbei. So, hinter mir steht ein Eiswagen. Und ich habe mir so ein Eis gegönnt. Zum Fressen. Einmal Stracciatella und Jugurette oder wie das heißt. So, ich bin schon wieder bei diesem Naturschutzgebietsee. Also da, wo diese ganzen vielen Vögel und sowas sind. Die dann hier da drauf schwimmen und drauflegen und runterfallen und sowas. Genau. Genau, da bin ich jetzt gerade. So, ich bin jetzt gerade hier bei das hier angekommen, von dieser Weserwehr oder was das ist. Und ihr wisst schon, was hier passiert. Dieser Schiff, der da hinten kommt, der wird gleich hochkatapultiert. Und wenn das passiert ist, dass der hochkatapultiert ist, wird er nach da hinten hingeschmissen, rausgeworfen. Das passiert gleich. Aber das möchte ich euch nicht zeigen, weil ist halt so. So, ich bin nicht weit von zu Hause entfernt. Ich würde sagen, sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. Bis gleich. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen. Und ich habe mir zwischendurch noch einen Döner gekauft. Das habe ich euch vergessen zu zeigen, wie ich den gekauft habe. Aber darauf, dass ich euch das vergessen habe, euch das zu zeigen, wie ich den gekauft habe, werde ich den jetzt fressen.
So, ich habe gerade Döner aufgegessen und ich fand die Übernachtung unter der Zugbrücke, die war auf jeden Fall viel entspannter und viel chilliger gewesen als die unter der Autobahnbrücke, wo jedes Mal ganz viele Geräusche gekommen sind von den Autos und LKWs und Fahrzeugen, die diese ganzen Abgasen machen. Aber nee, war cool gewesen, war entspannt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin. Naja, weil ich ganz müde bin jetzt gerade, bin ich jetzt gerade in der Sparkasse. Genau so schlafe ich jetzt gerade hier in dieser Sparkasse. Bis morgen.